can fly. I believe I can fly. Konterdiebstahl. Nein, ich will es nicht üben. Aber danke. Hey, du hast mir was geklaut? Dann klaue ich dir. Gebt Bescheid, wenn die Templer sich sammeln. Yusuf und ich sind dann bei der Bazarfeste. Nehmt eine Fähre über den Hallitsch. Es ist der schnellste Weg auf die Halbinsel. So, ich schaue mich erstmal um. Es mag vielleicht der schnellste Weg sein, aber... Wir haben hier noch ein Türmchen zu erklimmen. Das sollte man natürlich auch nicht außer Acht lassen. Jeden Turm, den wir jetzt schon erklimmen, den haben wir dann später nicht mehr zu erklimmen. Und ihr kennt mich ja. Wenn ich Türme erklimmen kann, dann erklimme ich Türme. Einfach aus dem Grund, dass ich es kann. Ja. Du entkommst uns nicht. So voll Dinge. Ja, so ist gut. Gebt ihnen Saures. Ich danke dir. Du hast doch garantiert Medizin dabei oder sowas. Hast du natürlich nicht. Dann nehmen wir uns beide. Ich lasse ihm doch seine Ruhe. Nur nicht sein Geld. So, in die Richtung. Muss ich. Ich halte auch immer weiter Ausschau nach Datenfragmenten. Damit haben wir zumindest die ersten 5 in unsere erste Extra-Erinnerung freigeschaltet. Auch da werde ich wahrscheinlich nicht auf 100 kommen können, auch mit meiner Spielweise, weil ich bin dann doch jemand, der versucht, die Story ein wenig durchzuspielen. Ich bin kein Perfektionist, was solche Spiele angeht, weil ich weiß, dass ich nie auf ein hundertprozentiges perfektes Ergebnis komme. Wenn ihr das von mir wünscht, empfehle ich euch, schaut am besten selber bei jemand anderen rein oder macht es selbst. Das Spiel steht jedem offen. Also jedem, der die Systemanforderungen unterstützt. Aber ich mag einfach ab und an ein bisschen gechillt durch die Gegend gucken. Und das mache ich gern. Das kostet jetzt wahrscheinlich Geld. Das möchte ich gerne machen. Ezio! Begrüßt meine neuen Freunde! Haltet ihn aus! Schütze! Sehen ihn her! Lauf! Hopp ab nach Hause! Ihr kämpft, als kennt ihr zu spät zu eurer Hochzeit. Sie. Um etwa 25 Jahre. Ich kam zu spät zur Bazarfeste. Wäre ich Unglück. Doch nun, da sich mein Heer verdoppelt hat, holen wir sie uns zurück. Hier entlang. Das Heer hat sich verdoppelt. Wenn die Templer einen Bezirk übernehmen, stellen sie den Sieg zur Schau, hängen Banner auf und knechten die Händler. Es ist ein ständiger Kampf, sie in Schach zu halten. Und sie reiben uns jeden Sieg unter die Nase. Sie sind ziemlich dreist. Warum toleriert der Sultan das? Sultan Bayezid ist weit weg, Ezio. Er führt Krieg gegen Selim, viele Fersan nordwestlich der Stadt. Er war seit Jahren nicht mehr hier. Mindestens seit dem Erdbeben. Vielleicht sogar noch länger. Er ist blind für diese Tumulte. Aber eure Augen sind offen, See. Hemmende Falter, Shigibi. Glaubt mir. Zu viele für den direkten Angriff. Ich bezweifle, dass uns hier eine Rauchbombe hilft. Rauchbombe? Ezio, es wird Zeit, dass ihr Italiener das 16. Jahrhundert erreicht.
Diese hier vernebeln nicht. Sie lenken ab. Seht ihr? Unwiderstehlich. Gehen wir. Ihr steckt voller Überraschungen heute. Sprengstoffe sind unser neues Steckenpferd. Wir borgen sie uns von den Chinesen und nutzen sie nun mit Leidenschaft. Das müsst ihr mir zeigen. Wer ist der Mentor hier, Ezio? Das frage ich mich langsam. Jetzt mach mal hin hier, ich habe nicht das ganze Let's Play Zeit. Dauert ja ewig hier. Du willst dein Mentor sein? Ach nein, Moment, ich bin der Mentor. Ah, endlich. Nun ihr. Macht mich stolz. So. Die Kirschköderbombe. Die Kirschköderbombe. Alles klar. Da gehen sie. Schnell, wir sind fast da. Oh, ich sehe da was. Egal, wo wir hin müssen, wir müssen mal ganz kurz zwischenhalten. Bin auch schon da. Über diese Asynchronen. Das ist noch eine unserer Festen. Von Templern besetzt, wie ihr seht. Da irgendwo in dem Mob steckt der Templerhauptmann. Tötet ihn. Dann erklimmt ihr den Turm und gebt das Leuchtsignal. Aha. Das sagt den Templern, dass es Zeit ist zu packen und zu gehen. Bene, ihr sorgt für die Ablenkung. Ich schick sie nach Hause. Wo ist er denn jetzt? Da vorne irgendwo. Guck mal, ich kann das auch. Ja, ich habe nur kurz einen Abstecher gemacht. Wenn die Templer eine unserer Festen erobern, untersteht sie einem ihrer Hauptmänner. Durchsucht das Gebiet. Dann seht ihr ihn vielleicht wie einen Pfau umherstolzieren. Setzt eure legendären Sinne ein, Ezio, und sucht die Straßen ab. Dann findet ihr euer Ziel. Ja, ich würde gerne... Also, ich muss manuell identifizieren. Okay. Der darf jetzt mal kurz hochkommen. So geht es doch auch. Du willst nicht, dass du mich fasst. Hey, lass ihn nicht entkommen! Vielleicht ein Söldner? Söldner in Assassinen gewandt. Mach zu. Alter. Verdammt! Ich verliere ihn!
Der passt hier nicht her, oder? Was für ein Kohlfresser dieser Hund war. Was ist bloß los? Dieses Jahr reisen hier so viele von diesen Idioten durch die Stadt. Man könnte meinen, es gebe hier ein Kohlfest. Ja, ich da in einer ganz blöden Situation. Am allerliebsten diese schrulligen Engländer. Ja, ist ja gut. Nein, löse dich. Alter, was zum... Ich will doch gar nicht mehr mit dir zu tun haben. Wenn wir hier dabei sind, dann. So. Jetzt stressen sie mich zumindest nicht mehr. Hier treibt der Teufel sein Unwesen. Es ist nirgends mehr sicher. Richtig, nirgends. Was für ein Spektakel. Okay, was muss ich noch machen? Steht hier vielleicht was in der Aufgabenbeschreibung? 4% eingenommen. Yay! Zielort. Ach, ich muss das Dings hissen. Ja, klar. Da war ja was. Lass springen, dann Haken anwenden. Habe ich vergessen. Tut mir leid. Mache das Feuer klar, sprenget den Turm. Ah, falsches Spiel. Falsches Spiel. Falsches Spiel. Ah, 3 von 22 Aussichtspunkten. Das ist ja fast nichts. Im nördlichen kaiserlichen Konflikt keine Konflikte auslösen. Ja, ist okay. Das haben wir vielleicht nicht ganz so geschafft, aber es ist okay. Istanbul und Konstantinopel. Es gibt sehr seltsame Aktivitäten im Animus. Ja? Die CPU sollte im Leerlauf sein. Aber der Systemmonitor schlägt regelmäßig aus. Manchmal bis zu 85%. Ist es ernst? Ich bin nicht sicher. Desmonds Werte sind stabil. Tja, wenn nichts kaputt ist, sollten wir auch nichts reparieren. Ist was dran. Boah, ich brauche einen Drink. Und genau den habe ich mir gerade gegönnt. Einen kleinen Drink. 16? Desmond, was hältst du davon? Was, wenn ich mit dir käme? Mit mir? Wohin? Es könnte klappen. Für eine Weile. Bis ich einen Ausweg finde. Einen anderen Körper vielleicht, oder? Was weiß ich? Ich will bloß nicht mehr hier sein. Das wird nicht gehen. Tut mir leid. Nein. Schätze, ich hatte meine Chance. Und hab's vergeigt. Ja, hast du. So, jetzt haben wir da noch... Standen Sie sich nah? Desmond und Lucy? Ich meine, näher als Freunde? Tja, sie haben sich hin und wieder so angesehen, aber... Sie mochte ihn, Bill. Das hat sie mir gesagt. Interessant. Mehr nicht.
Nur interessant? Ich habe beide oft trainiert, als ich jünger war. Nicht gleichzeitig, natürlich. Sie war eine bemerkenswerte Frau. Und ich finde diese ganze Sache sehr traurig. Traurig? Du wirst doch nicht langsam weich, Bill. Ich würde jetzt diese Tonsequenz einfach mal abwarten, bevor ich jetzt schaue, was das hier ist. Desmonds Reise. Sind Sie sicher, dass Desmonds Reise Teil 1 Zweifel beginnen möchten? Ja, das möchte ich. Ich habe keine Ahnung, was wir... Ah, es ist ein separates Spiel. Ein Programm, was auch immer. Das ist lustig. Nein, es hat sich auf jeden Fall ein neues... Unglaublich. Das muss der Kern des Animus sein. Keine Simulation, keine Umgebung. Ich spüre nicht mal meinen Körper. Alles sind nur... Daten. Bin ich... überhaupt ich selbst? Oder bin ich nur ein Computerprogramm? Ich bin auf jeden Fall First Person. Hui, und ich kann fallen. Und springen. Und offensichtlich Schaden nehmen. Ich bin sehr froh, dass sie die folgenden Assassin's Creed nicht in First Person gemacht haben. Das wäre nämlich grausam. Assassin's Creed gehört einfach nicht in First Person. Das hat jetzt so ein bisschen was von Lara Croft. Mein Zuhause. Naja, nicht ganz. Hier wurde ich geboren. Die Farm. Ja, sie nannten es die Farm. Meine Eltern, 2 Dutzend Paare, einige Kinder. Eine Kommune, im Wald versteckt. Sehr betonhaltig da. Kleine Häuser in den Black Hills. Genau. Blauer Himmel, Feuerstellen, Wind und Benzingestank. Die Generatoren liefen Tag und Nacht. Ich erinnere mich. Wir lebten einfach, fast wie Nomaden. Weit weg von allem. Immer bereit, alles sofort anzupacken und zu verschwinden, falls wir entdeckt wurden. Falls die uns entdeckten. Ich warte immer, bis der Audioteil aus ist, um ihn einfach komplett mit drauf zu haben. Bevor irgendwas passiert und er dann unterbricht und... Die Farm. Es war nicht wirklich eine, oder? Keine echte Farm. Wir pflanzten Gemüse an. Aber ich erinnere mich nicht an Tiere. Ein paar Hunde vielleicht. Ich glaube, wir sollten da nicht runterfallen. Aber auf der anderen Seite irgendwas funkelt da. Wir haben Schatten, aber keine Füße. Ja, da oben funkelt was. Da kommen wir jetzt gerade nicht ran. Wow. Okay. Sicher, dass wir da oben nirgendwo rankommen? Offensichtlich. Na gut, dann... Die Assassinen. Ich wurde hineingeboren. Ich hatte keine Wahl. Es ist ein Geburtsrecht. Du bist ein Assassine, sagten sie. Was sollte das nur heißen? Seit meiner Kindheit hörten sie nie auf, das zu sagen. Du bist ein Assassine. Du bist ein Assassine. Und das ist unser Credo. Nichts ist wahr. Was sollte das heißen? Eine Welt ohne Sinn? Alles ist erlaubt. Alles ist erlaubt?
irgendwie das Gefühl, wir sollten da wieder drauf. Nein! Und das passiert, wenn man runterfällt. Like, share, subscribe. Sag Hallo, live auf Twitch. Bleib aktuell, folge auf Twitter, Facebook, Mastodon und anderen. Links in der Beschreibung.